Hallihallöchen und willkommen zu einem weiteren Opening. Heute öffnen wir 8 Packs Champion Pack 6 oder Champion Pack 6. Mal gucken, ob wir an den Erfolg des letzten Openings anknüpfen können. Und ob wir das tun, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, 8-mal Champion Pack 6. Wir erinnern uns, das letzte Opening war wirklich der Burner. Es wäre auch zu empfehlen, das einfach nochmal anzugucken. Es ist einfach extrem gut geworden, also für die, die es noch nicht gesehen haben. Ich habe sogar noch 3 weitere Packs hier, die ich mir zurückgelegt habe vom letzten Mal. Da wird es wahrscheinlich an Weihnachten ein sehr großes Opening geben. Und ja, ich würde sagen, an der Stelle, wir legen einfach mal los und legen uns die Dinger hier an die Seite. Boah, hier ist alles voller Katzenhaare, Leute. Meine Katze hat gerade so die Mauser sozusagen. Ich darf später gleich wieder durchsaugen. Ja, das ist nicht mehr feierlich. Oh, jetzt gehen diese Champion Packs so schlecht auf. Oh, so. Wahnsinn. Das kenne ich so eigentlich nur von den Turbo Packs vom letzten Mal. So, wir haben als erste Karte die magischen Hüte. Dann haben wir die Dimensionsmauer. Und dann haben wir Ruf der Finsternis als Rare. Sehr schön. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier überhaupt eine Holo ziehen, ist sehr gering. Wie gesagt, es sind nur 8 Packs. An der Stelle wieder Danke an den lieben Erik, dass du uns da wieder ein paar bereitgestellt hast. Ihr findet natürlich den Link zu Eriks Market in der Videobeschreibung. Kriege ich jetzt das Ding mal auf? So. Okay, so. Wir haben Albtraum aus Theben, war glaube ich eine Rare in Ancient Sanctuary. Dann Verstärker und Ultra Rare, barmungsloser Plünderer. Jawoll! Alter! Jawoll! Mann, was will man denn mehr? Wir haben die Ultra gezogen. Richtig kranker Scheiß, Alter. Also was diese Packs angeht, haben wir einfach so ein Luck, wirklich so ein krasses Luck. Das ist einfach absolut übertrieben, ja, das ist nicht mehr normal. Erbarmungsloser Plünderer in Ultra Rare. Ist das nicht fett? Ich weiß es nicht. War das jetzt Champion Pack 6 oder Champion Pack 7, wo wir fast das komplette oder wo wir das komplette Set gezogen haben? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher, um ehrlich zu sein. Ich glaube, es müsste das 6er gewesen sein, ne? Also, wir haben Kalte Welle. Sehr schön. Dann haben wir den Wachposten der Meere und wir haben als Rare super elektromagnetischer Voltec-Drache. Dann geht's weiter mit dem nächsten Pack. Endlich, das geht mal ein bisschen flotter hier. Wir haben Verstärker. Ah, den haben wir das letzte Mal nur einmal gezogen, ne? Majestätischer Mech-Oka und Ruf der Finsternis als Rare. Dann geht's weiter. Okay, die gehen jetzt leichter auf. Auch gut. Richtig schön. Wir haben Albtraum aus Theben. Seele der Reinheit und des Lichts. Die ist sogar zensiert, weil die Original hat noch einen Heiligenschein auf. Und nochmal Ruf der Finsternis. Dann haben wir im nächsten Pack, das sich Gott sei Dank leichter öffnen lässt. Dimensionsmauer, eine Karte, die offensichtlich sogar den einen oder anderen Euro geht. Dann nochmal die Seele der Reinheit und des Lichts. Und nochmal erbarmungsloser Plünderer. Ja moin. Alter. Was geht denn ab? Junge.
Ist das geil, das erinnert mich irgendwie an das Turbo Pack 7 Opening vom letzten Mal. Alter, ist das krass. Alter Vater. Nee. Okay, Leute, zweimal Erbarmungsloser Plünderer, zweimal die Ultra Rare gezogen aus 8 Packs. Aus 8 Packs. Wie wahrscheinlich ist das, Leute? Ist ja der Wahnsinn. Ich glaube, das würde jetzt aber die letzte Holo gewesen sein. Mehr werden wir nicht mehr ziehen. Wir müssen noch 2 Packs, das ist das vorletzte. Wenn wir jetzt nochmal einen Erbarmungsloser Plünderer ziehen, dann springe ich aus dem Fenster, ohne Witz. Wenn wir überhaupt noch eine Holo ziehen, wäre das schon überkrass. Also, wir haben Seele der Reinheit und des Lichts. Wir haben Albtraum aus Theben. Und wir haben den Ruf der Finsternis. Letztes Pack. Mal gucken, ob das Herz der Karten noch mit uns ist. Ich persönlich wage das ja zu bezweifeln. Aber diese Packs haben uns bisher immer mal wieder überrascht. Also, wir haben Batteriemann AA. Dimensionsmauer. Okay, es ist ein Monster. Und Elementarheld Stratos als Rare. Ist zwar keine Holo geworden, aber die Rare ist gut. Gefällt mir. Sehr schön. Gut, das soll es gewesen sein mit dem Opening. Es war eine kurze Sache. Und ja, wir haben aber zweimal den erbarmungslosen Plünderer gezogen. Ja, wie krass ist das denn? Ich meine, gebt euch das aus 8 Packs, zweimal den erbarmungslosen Plünderer in Ultra Rare. Ja, einfach extrem nice. Wir sehen uns zu einem weiteren Opening. Ich hoffe, das Opening hat euch soweit gefallen. Und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.